Welcome back to the Flight Deck. Herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ein neuer Concept Sale, ein neues Glück und Weezen ist völlig aus dem Häuschen, weil es geht heute um die Anvil Hurricane. Tja, wie ihr wisst, oder wie ihr schon gehört habt, von Anvil, ein schwerer Jäger, der erste schwere Jäger, der verkauft wurde oder wird. Damit wird das ganze Spektrum der Jäger an sich erweitert. Und wir haben ein Schiff, was sehr, sehr schwer bewaffnet ist. Wir haben vorne, das fällt direkt auf, Size 4 Hardpoints drauf. Sprich, wir werden gerade mit der Primärbewaffnung extrem viel Schaden machen können. Und der Turm ist ein Vierlingsturm, auch das ist neu. Und angeblich sind das halt 4 Broadswords, sprich Size 3. Also auch extrem heftig. Genau, wenn wir zu den Preisen kommen, dann schlägt das Ding mit 189,51 € inklusive Mehrwertsteuer mit LTI zu Buche. In der Warbonds-Version ist es ein bisschen günstiger, kommt es mit 373,26 € abgefahren. Also die Warbonds Edition ist natürlich halt die Idee dahinter, dass du da wirklich nochmal echt Geld halt investierst, um das Spiel mit frischem Geld zu finanzieren, weil die meisten Leute schmelzen den Quatsch einfach nur ein und kaufen sich mit Stalkrates das Ding dann. Das ist natürlich hübsch für die Leute, dass sie neue Schiffe mit LTI haben, aber dadurch kommt keine frische Kohle halt in die Kassen von CIG. Darum geht's ja bei den Concept Sales. Ich muss sagen so, ich hätte gerne mal ein Concept-Sale erlebt, wo die Stats mal ordentlich ausgefüllt sind, denn... Ah, mein Stichwort, ich habe hier so einen Button. Ja, oh, da sehen wir es nämlich schon, weil es fällt direkt auf, für einen Zweisitzer und für einen schweren Jäger erscheinen mir 15,5 Tonnen, was 500 Kilo leichter ist als der Gladius, als ein leichter Jäger. Etwas seltsam, etwas misleading. Ich denke, das stimmt nicht. Na, sie ist voluminöser. Also wie war das? Sie ist halt 2 Meter länger, 1 Meter weniger breit, aber dafür 1 Meter höher. Also das ist halt schon ein ganz schön kapitales Stück Metall. Wie kann die jetzt 500 Kilo leichter sein? Weißt du, also die Gladius, ist die aus Blei gegossen? Oder ist die reiner Stahl? Oder? Ja, vor allem auch dieser Turm. Ja, ich meine, alleine der Kugelturm müsste ein immenses Gewicht darstellen im Verhältnis zu dem Design, was die Gladius aufweist. Ich glaube, das stimmt nicht. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass dieses Konzept von diesem schweren Jäger wirklich nicht auf Tankiness angelegt ist, sondern auf reine offensive Feuerkraft. Das Ziel ist, dass dieses Schiff sich relativ schnell reinbewegen soll, einen quasi massiven Schlag gegen Schildgeneratoren oder gegen ein stärker gepanzertes Schiff durchführen kann und dann kann das Schiff sich mit relativ hoher Geschwindigkeit auch wieder sozusagen von dannen machen, also ein Boom-and-Zoom-Fighter, also kein Tank. Ja, im Endeffekt geht es nicht darum, dass wir hier jetzt mehr Panzerung aufweisen, als dass die Hornet aufweisen würde. Nee, er soll halt eben von, sagen wir mal, gewieften Piloten schnell bewegt werden können und mit harter Feuerkraft halt vernichtende Schläge führen können. Aber in der Defensiven wird er halt dann doch, so ein bisschen Performance vermissen lassen. Und da schreiben sie sogar absichtlich rein bei dem Schiff, oder es wird dazu gesagt, dass das Schiff wirklich nur für erfahrene Piloten gedacht ist, weil man halt auf der einen Seite offensive Qualitäten hat, man muss gut zielen können, auf der anderen Seite hat man aber in der Defensive überhaupt keine Ausdauer. Ja, darum geht es auch bei dem Schiff nicht. Das Schiff wurde, jetzt mal eine kleine Geschichtsstunde noch, wurde entwickelt im Zweiten Tevariner Krieg. Das war in etwa 2600, kam aber etwas zu spät bei dem Konflikt. Das Schiff wurde entwickelt, weil sie diese Feuerkraft brauchten gegen diese besagten oder bekannten Phalanx-Schilde oder gegen die starken Schilde der Tevariner. Dafür wurde dieses Schiff entwickelt. Danach wurde das Schiff aber direkt wieder nach dem Konflikt ausgemustert, weil der Verwendungszweck dann fehlte. Ja, super. Also halt, sprich halt Milliarden Credits an Forschungsgeldern versenkt, um das Ding dann halt hinterher einfach auf den zivilen Markt zu schmeißen. Scheiß Überlegenheitsjäger, jeder sollte eine haben und dann war das Ding auf einmal im zivilen Verkauf. Aber gut, weißt du halt, ich muss ja halt nicht die Finanz des Imperiums irgendwie rechtfertigen. Es gibt ja in der heutigen Geschichte oder in der aktuellen Geschichte gibt es ja auch ein Beispiel. Es ist wie die Raptor, die gebaut wurde. Die F-22, ja. Die war natürlich dann direkt halt auch mit Fertigstellung auch überflüssig. Genau, da ist es genauso passiert. Da gibt es, glaube ich, auch nur irgendwie ein paar Staffeln oder eine Staffel oder zwei Staffeln. Die gebaut wurden jemals, ja. Mehr gibt es davon gar nicht. Das Schiff hat aber dann eine Renaissance erfahren, also die Hurricane. Und zwar kam sie dann in einem Vendul-Konflikt, 2870 in etwa, kam dieses Schiff dann wieder in den Dienst der Navy, weil man festgestellt hat, umso länger ein Pilot gegen ein Vendul kämpft, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Pilot dann stirbt. Deswegen braucht man mehr Feuerkraft, um einen stärkeren Punch auszuführen. Naja. Mhm. Das ist jetzt der fette Doktrinwechsel, für den sie 200 Jahre gebraucht haben. Wir brauchen mehr Feuerkraft, weil je länger der Kampf dauert, desto wahrscheinlicher ist, dass ich draufgehe. Pilot stirbt. Ja, also, gut, die Militärstrategen scheinen nicht die klügsten Köpfe zu sein. Aber was ist denn das halt für eine Doktrin? Weißt du, mehr Feuerkraft. Wann hat denn das Militär jemals nach weniger Feuerkraft gerufen?
Wir brauchen weniger Feuerkraft. Said no general ever. Na gut, anywhere. Es gibt ja Bomber und es gibt auch schwere Jäger bei den Vanduuls, die wohl sehr viel Ausdauer besitzen. Und vielleicht ist die Idee, dass man da dann schnell durch die Hülle bricht und diese Schiffe halt dann schon empfindlich sozusagen beschädigt. Es gab wohl auch ein Rückzugsgefecht gegen die Vanduul, wo die Hurricane eine große Rolle gespielt hat, weil sie in der Lage war, den fliehenden Truppen zum Durchbruch zu verhelfen. Und das soll auch so ein bisschen die Rolle sein, dass das Schiff halt wirklich, wie gesagt, als Strike-Fighter sozusagen oder als schwerer Fighter gezielte Schläge dem Gegner verpassen kann, sich schnell zurückziehen kann oder auch bei den Marines tatsächlich für Luft-Boden-Unterstützung oder für Feuerunterstützung gedacht sind. Wobei Luft-Boden-Unterstützung verstehe ich nicht so ganz oder Feuerunterstützung verstehe ich nicht so ganz, weil zurzeit finde ich nur 3 Raketen-Hardpoints a 2, das heißt 2 Raketen. Das heißt, wir haben jetzt 4, das heißt 2 Raketen. Und wer den heutigen Arena Commander kennt, der weiß, dass das nicht viel Munition ist im Raketenkampf. Und das heißt 2 Raketen, die Wald- und Wiesenraketen sind, aber jetzt nicht für größere Aufgaben gedacht sind, wie jetzt zum Beispiel ein schweres Schiff anzugreifen. Ja gut, aber es steht in der Broschüre, dass es halt eben auch für erfahrene Piloten und Schützen gedacht ist. Also sprich halt, du hast halt nicht so viele Raketen dabei, die jetzt hier suchen, sondern du musst schon in der Lage sein, selber zu treffen. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt mit dem Treffen. Wir wissen natürlich auch nicht, ob dieser Turm hier von Anvil, ob der wie bei einer Super Hornet, ob der jetzt auch von den Piloten mitgesteuert werden kann oder ob der Turm nur gesteuert werden kann von dem Turmschützen. Das wissen wir nicht. Wie zum Beispiel bei einer Gladiator oder bei einer Cutlass. Da fällt mir auf, noch ein spannender Fakt so am Rande. Diese Konstruktion bei der Gladiator, dass die Sitze runterfahren, der Pilot und der Gunner einsteigt und dann die Sitze hochfahren für einen schnelleren Einstieg. Dieses Konzept wurde wohl für die Hurricane entwickelt von Anvil und ist dann im Nachhinein für die Gladiator übernommen worden, für die Gladiator-Baureihe. Ich denke mal auch, dass hier ein Schleudersitz damit integriert ist. Sieht schwer danach aus, aber ich nehme hier nochmal kurz das Video nochmal mit rein. Und das Ding ist, wenn man sich das halt mal anschaut, es ist schon eine Gladiator, ne? Also gerade das Heck ist sehr prägnant, die Schnauze auch. Also als hätte man eine Gladiator halt ein bisschen die Länge gezogen, ein bisschen nach oben und unten aufgemacht und halt den Turm halt fetter bestückt. Also es kommt mir nicht ganz unbekannt vor, ja? Also gerade jetzt hier die Cockpit-Sektion, die sieht schon denn doch schwer nach Gladiator aus, ja? Na, ich meine, sie ist flacher als die Gladiator, muss man sagen. Ist auch der Sinn, weil die Panzerung schlecht ist vor dem Schiff, haben sie wohl die Hülle, das Profil, möglichst flach angelegt, damit man eine Chance hat, halt Schüssen zu entkommen. Ja, sie ist keilförmig, das kann man wohl sagen, ja. Sie ist keilförmig. Was ich nicht mag, tatsächlich, sind die Flügel, diese Bögen an den Flügeln. Die finde ich tatsächlich komplett sinnlos, weil da sind keine schweren Hardpoints versteckt. Da hängen eigentlich auch keine Torpedos, soweit ich weiß. Und vor allen Dingen diese Wölbung, halt so dieser Einschluss, was soll der beschützen gegen Feuer von außen? Weil da hängt halt nichts. Also eigentlich ist das übrig. Man hätte sich drei vielleicht auch... Herrgott, ja. Also bei der Hornet macht das Sinn, weil da hängen dann die schweren, das heißt 3 Hardpoints. Dass die nicht direkt so einfach getroffen werden können, sondern dass erstmal noch der Flügel dazwischen ist. Aber hier... Macht keinen Sinn. Keine Ahnung. Sah halt wahrscheinlich fancy aus. Oder es ist halt noch ein Sinn dahinter versteckt, der uns sich jetzt hier nicht direkt erschließt. Ist ja auch egal. Jedenfalls, das Ding ist jetzt im Concept Sale für 189,51 € inklusive Mehrwertsteuer mit LTI zu erstehen im Store. Und liebe Freunde, halt liked und disliked die Episode, je nachdem, wie sie euch gefallen hat. Abonniert den Channel, wenn ihr mehr von uns sehen wollt. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt, was ihr mochtet, was ihr nicht mochtet. Und halt schaut mal auf Patreon vorbei, wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt. Oder quatscht einfach mit uns über Statistics in den Kommentaren, das machen wir auch immer wieder gerne. Und insofern sagen Weez und Dozer euch jetzt wie immer, see you on the flight deck! Wenn man nebeneinander sitzt, ist das viel besser mit der Synchronizität.